Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Anfang des Jahres fand in Bonn eine Hetzjagd statt. 20 Männer, allesamt mit gewissem Hintergrund, verfolgten einen jungen Mann. Am Ende der Jagd wurde dieser gestellt und mittels mehrerer Messerstiche zur Strecke gebracht. Nur durch Zufall überlebte das Opfer schwer verletzt. Das Medieninteresse war hier gering, ganz im Gegensatz zu der frei erfundenen Hetzjagd in Chemnitz im Jahr 2018. Dann meldete sich sogar der Herr Bundespräsident zu Wort. Wir gedenken und denken mit großer Abscheu an dessen Werbung für linke Bands, die sich mit Liedern befassten, die zu Gewalt gegen schwangere Frauen und Polizeibeamten aufriefen. Meine Damen und Herren, wir vergessen nie. Insbesondere vergessen wir nicht die Opfer. Wir als Alternative für Deutschland sind für aktiven Opferschutz. Das haben wir in den vergangenen 5 Jahren so gehalten und das werden wir auch in der kommenden Legislatur tun. Wir von der Alternative für Deutschland waren es, die das Thema Opferschutz frühestmöglich in den Fokus der Öffentlichkeit rückten. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele, damit alle noch einmal erfahren, was die Altparteilichen so alles blockiert haben. Bereits 2018 brachten wir die Problematik in den Frauenhäusern in das Parlament ein. Für viele Frauen mit ihren minderjährigen Kindern, die vor häuslicher Gewalt verflohen sind, stellte es nämlich ein Problem dar, wenn sie mit Jungs über 13 Jahren dort ankamen. Den Müttern wurde eine schmerzliche Entscheidung abverlangt. Entweder zusammen zurück in den Haushalt voller Gewalt oder dem minderjährigen Sohn sich selbst überlassen. Ein schreckliches Dilemma, vor dem viele Frauen standen. Und was machten sie, um die Frauen zu unterstützen? Gar nichts. Sie lehnten den Antrag ab. Dann der entschreckende Skandal um die Missbrauchsfälle an Kindern in Lüchte. Wir beantragten schon Anfang 2019 einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss hierzu. Dieser wurde von Ihnen unter fadenscheinigen Begründungen abgelehnt. Erst als Monate später ein inhaltsgleicher Antrag altparteilicher Fraktionen eingereicht wurde, da konnte plötzlich zugestimmt werden. Wem wollen Sie eigentlich noch etwas vormachen? Ein weiteres Thema ist die Genitalverstümmelung von minderjährigen Mädchen. Es wurde geschätzt, dass ungefähr 10.000 Mädchen und Frauen, junge Frauen, allein in NRW von dieser Verstümmelung betroffen sind und 2.000 weitere davon bedroht sind. Dabei ist dieser Tatbestand seit 2014 als Verbrechen eingestuft. Doch in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik NRW lag kein einziger Fall hierzu vor. Wir machten auf das Thema aufmerksam. Doch auch unser Antrag wurde abgelehnt. Auch die Landesregierung versagte hier erneut auf ganzer Linie. Dies, obwohl sie sich damit rühmt, Opfer immer wieder in den Fokus rücken zu wollen. Aber wir ließen nicht nach und fragten 2 Jahre später an, ob das Thema der weiblichen Genitalverstümmelung denn nun angegangen wurde. Ernüchterung machte sich schnell breit, denn es hatte sich nichts, gar nichts gerührt. Also brachten wir einen zweiten Antrag hierzu ein, um den Opfern dieser barbarischen Praxis endlich beistehen zu können. Und Sie werden es wissen, denn Sie waren ja allesamt dabei, wieder abgelehnt. Unser Antrag zum Ausbau der psychosozialen Prozessbegleitung abgelehnt. Unser Antrag zum Ausbau der Nebenklage abgelehnt. Sieht so Opferschutz aus? Und nun schließt sich Ihr Kreis. 20 junge Männer jagen und hetzen einen anderen Mann fast zu Tode. Wir fragen nach. Und sie drückten sich in ihrem Bericht um die wichtigen Fragen im öffentlichen Teil. Wieso eigentlich nicht? Könnte es sein, dass es sich bei den Tätern ausschließlich um solche mit türkisch-arabischem Hintergrund handelt? Könnte es sein, dass viele der ausländischen Täter bereits verurteilte Schwerverbrecher waren? Welche Rolle spielt die Landesregierung, wenn sie bestimmte Tatsachen der Öffentlichkeit nicht preisgeben will? Für mich ist das kein Opferschutz, für mich ist das Täterschutz. Da müssen Sie besser, da müssen Sie wahrhaftiger werden und dennoch. Und jetzt komme ich zum Ende. Trotz Ihrer langjährigen Abwehrhaltung. Ja, Sie wissen schon, was Sie angestellt haben. Trotz Ihrer langjährigen Abwehrhaltung steht Ihr Antrag zur Nominierung einer Opferschutzbeauftragten zumindest einen kleinen Schritt in die richtige Richtung dar. Und genau deshalb stimmen wir zu. Denn Opferschutz muss immer mehr leisten als Täterschutz. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Danke schön, Herr Abgeordneter Röckermann.